Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei SimCity 5. Und ja, wir wollen hier ein bisschen weitermachen. Wir warten derzeit, dass wir ein bisschen Geld bekommen. So, jetzt muss ich hier gerade mal ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht unsere Leute vergraulen. So, wenn dieses Event hier vorbei ist, dann bekommen wir die Kohle natürlich ausgezahlt. Da werden wir dann natürlich das erstmal, weil wir hier bloß nicht den Fehler machen wollen. Und hier mit Pleite gehen wollen, werden wir natürlich erstmal wieder ein neues Event planen, was natürlich Geld kostet. Und danach nehmen wir uns dann den restlichen Betrag und können dann hier vernünftig was bauen. Ah, hier ist noch was. Und ich glaube, hier noch. So, dann haben wir das auch. So, die Kohle ist jetzt auf dem Konto. Dann können wir nämlich hier einmal das nächste Event planen. So, und dann wollten wir hier vorne Bildung. Mangel an Arbeitern. Ja, tut mir leid. So, dann können wir hier unseren Doppeldecker Bahnhof machen. So, und den werden wir natürlich dann auch gleich ordentlich mit Bussen bestücken, damit da auch wirklich viel Verkehr ist, der hin und her geht. Damit die Leute, die ihr Geld hier verdienen, es dann in Las Vegas quasi ausgeben können. So, 5.900 Passagiere pro Tag, das klingt ja schon mal verdammt gut. So, dann geht's in die nächste Stadt. Und das ist Schmiedekamm. Unser Erzland. So, und auch da, ja, da werden wir es nicht so schwer haben, das zu bauen, denn hier haben wir Kohle genug. Da können wir mal eben generell schauen, haben wir hier überall. Ach, guck mal, wir haben nicht mal ein Shuttlebus-Depot. So, wo machen wir das eigentlich am besten? Vielleicht hier. Park and Ride. Und das Teil kommt dann hier hin. Ja, wobei, so, und dann brauchen wir natürlich noch Bushaltestellen. Das sieht man dann immer an der grünen Straße, wenn da genug ist. So, so ein paar. So, und dann wollen wir hier natürlich dann auch wieder ein paar Busse hinstellen. Und dann wollen wir, bin ich nämlich mal sehr gespannt, wie viele Touristen wir dann mittlerweile in unser kleines Las Vegas locken können. Oh, keine Kohle mehr. Was ist da los? Müssen wir mal hier ein bisschen Geld aufnehmen. Zack. So. Und dann geht's in die erstmal letzte Stadt. So, hier haben wir auch ein bisschen Geld. Das brauchen wir eigentlich für die, ja, für die Industrie. Beziehungsweise für das fette Minus, was wir hier pro Stunde erwirtschaften. So, ich weiß gerade gar nicht, haben wir hier eigentlich noch Legierungen? Prozessoren haben wir. Ja, Prozessoren. Fehlen wieder ein paar Legierungen bald. Ja. Internationaler Flughafen freigeschaltet. Ist ja schön.
So, dann gucken wir hier auch nochmal. Hier haben wir auch noch, ja, ein paar Straßen, die noch nicht optimal abgedeckt sind. So, und dann können wir hier nämlich dann auch das gleiche nochmal hinbauen. Zack. Und dann so einen fetten. So, der kommt direkt hier in die Stadt. So, und da werden wir natürlich dann auch wieder ordentlich aufrüsten. Mensch, der passt ja perfekt hier rein. Gut. So, dann geht's mal wieder zurück. Also, hiermit sind wir jetzt erstmal überall durch. So, und dann wollen wir nämlich mal gucken. Gemeindehaus zum Rathaus. Ja, das wäre nicht schlecht, das stimmt. So, dann können wir hier nochmal eben ganz kurz so ein bisschen die Steuern erhöhen. Zumindest auf 10%. Damit wir hier kein Minus machen. So, und jetzt laufen die Casinos doch deutlich besser, ne? Keine 3000 Verlust mehr, sondern 6000 Gewinn, 48, das haben wir auch gerade gebaut, 16.000 Gewinn. Das haut doch mal richtig rein. Das gefällt mir. So, dann können wir es nämlich auch wieder mal ein bisschen spulen. Und dann warten wir nämlich mal ab, bis wir hier jetzt dann mal so die ersten Sachen noch bauen können. Das, ja, das erste große Ziel ist jetzt quasi das Rathaus, was wir gleich fertig haben, sobald wir 5000 Einwohner haben. Das geht jetzt gerade relativ schnell. Da haben wir es. So, dann kommt hier das Upgrade und dann können wir endlich unsere Tourismusabteilung bauen. Bildung, Finanz, Sicherheit, Tourismus. Und dann haben wir sogar, haben wir eigentlich alle. Nee. So, einmal Tourismus. Und jetzt können wir nämlich hier dann auch vernünftig weitermachen. So, ja, ein bisschen Plus. Wenn wir jetzt ein bisschen Plus machen könnten, wäre das schon recht angenehm. So, die machen hier jetzt schon ein bisschen Gewinn. Also, diese Zahlen, die schwanken auch immer so ein bisschen. Ich glaube, bei 10%, das reicht schon. Ja, richtig, Müllhalde. Da war was. Das können wir hier dann auch mal einstellen. Müllentsorgung. Ach, wird auch so schon abgedeckt. Das ist doch perfekt. Da brauchen wir das gar nicht einstellen. Abwasser ist ja, glaube ich, auch. Jo, wird auch alles weggepumpt. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt eigentlich mal warten. So, hier bekommen wir nämlich dann in Kürze ein bisschen Kohle. Und mit der Kohle können wir dann nämlich mal anfangen, unseren Freizeitpark zu bauen. Der kommt auch nicht ganz an Strip ran, der kommt dann hier vorne so hin. Ich weiß gerade gar nicht, wie teuer der ist. Das war ja hier, ne? Spezialisierung. Ach, guck. Spielzentrale. Ach, das ist doch schön.
So, Lichterglanz und Glamour. Streichen Sie mit Ihren Casinos massenhaft Simoleons ein. Achten Sie dabei auf kriminelle Machenschaften. Nutzen Sie den Erfolg Ihres Casinos. Erweitern Sie das Spiel- und Unterhaltungsangebot sowie die Zahl der Unterkünfte. Ja, die kann... Sieht jetzt nicht so geil aus. Die kann mal hier vorne irgendwie hin. So, hier können wir dann direkt ein neues Event planen. So, und was ist hier noch? Unterhaltungsabteilung. Spiel- und Gästezimmer, okay. So, können wir die jetzt noch vergrößern oder wie? Nö. Also, da müssen wir erstmal warten. Und 100.000 Gewinn mal machen am Tag. So, also machen wir mal. Oder wartet. Ach, guck mal, jetzt haben wir das hier ja auch. Sci-Fi Casino. Nobles Casino. 140.000. Römisches und elegantes. Ach, solange die Kohle noch da ist, ha? Zack. So, haben wir noch Platz für Kredite? Scheiße, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich unpraktisch. So, dann müssen wir es mal so machen, dass wir hier ein bisschen Geld machen. 15 pro Stunde, das ist ja nicht so viel. Aha, und auch das können wir richtig schön elegant erweitern. 0 von 6, das ist ja cool. So, müssen wir jetzt natürlich auch erstmal abwarten, bis wir hier genug Geld gemacht haben. So, lassen wir es ruhig mal ein bisschen laufen. Warten wir mal ruhig ein bisschen ab. So, was macht denn eigentlich unser Busbereich? Ja, das ist doch mal nicht so schlecht. 2900 Passagiere am Tag von außerhalb. Hier auch nochmal 721, das ist schon ganz nett. So. Ja, noch macht das Ding hier Verlust. Das wird sich dann hoffentlich noch ändern. So, damit die nämlich so viel Gewinn machen wie diese hier. Sci-Fi. Und das Ding kann man richtig schön hochbauen. Da werden wir natürlich auch noch beigehen. Römisches Casino. Und elegant. So, was ist das hier? Hört sich gut an. Mehr Moos. So, ja, da müssen wir jetzt aber allerdings erstmal 100.000 am Tag verdienen. Und da wir hier noch Minus machen, wird das wohl erstmal nichts. So, und hier ist Feuer, wie es aussieht. Ach, guck mal, hier stehen die an, Alter, oder was? Ja, scheinbar. Gut,
Aber Leute, wir machen nochmal ein ganz kurzes Päuschen. Nächste Folge kümmern wir uns hier dann nochmal speziell um diesen Bereich mit den Casinos. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.